Hallo, liebe Narrenschar, wir begrüßen euch herzlich zur Katzen on Tour. Am Samstag, den 9.11. sind wir Rammstein der Bruchkatzen in die neue Saison gestartet. Die neue Prinzessin wurde inthronisiert und neue Orden haben wir auch bekommen. Vorher wurde unsere alte Prinzessin Denise die Erste von der Kampagne 18-19 verabschiedet. Zwölf Monate lang vertrat sie mit Würde und Stolz die Rammstein Bruchkatzen und nun wurde sie mit viel Lob und Applaus verabschiedet. Aber wer soll jetzt nun die Neue im Bruchkatzenland werden? Diese eine Frage stellten sich wie jedes Jahr Präsident Jürgen und sein Vize Andreas auf eine besondere Art und Weise der Präsentation einer neuen Tollität. Persönlich, gell? Ach, ja? Und der hat doch letztes Jahr so cool gehabt. Mit der konnte er in die Zukunft gucken. Und die habe ich mir jetzt einfach mal ausgeliehen. Aha. Und was soll man damit? Mensch, Jürgen. Wir befrohen einfach das Orakel. Wer wird Prinzessin im Bruchkatzenland? Oh, Jürgen. Ich sehe eine Dame. Oh, das ist gut. Sie soll tanzen können. Oh, und sie soll trinkfest sein, bin ich wieder im Spiel. Aber auch das Orakel stellte Forderungen. So musste sich zum Beispiel der Elferrat sowie die Aktiven der Senatsgarde zu Boden begeben. Licht an und siehe da, es sollte diesmal wohl ein Prinz sein, der die Narren aus Rammstein durch die fünfte Jahreszeit führt. Er ließ sich lautstark bejubeln, aber... Mir fehlt einfach was. Unser Verein hat doch so tolle Prinzessinnen gehabt, mit denen ich also rumgefahren bin. So ging es also ab durch die Narrenstube auf die Suche einer geeigneten Prinzessin. Doch auch hier stellte das Orakel wieder eine Regel auf und auch der Präsident hatte einen Wunsch auf den Lippen. Autorität von der Hate. Nadine Schahn und Markus Kobrot bekommen die Bruchkatzen aus Rammstein nach 11 Jahren also mal wieder ein Prinzenpaar. Ich freue mich auf eine ganz tolle Kampagne. Ich bin ganz aufgeregt und ich freue mich total. Ey, wohl Prinz zu sein in meinem Verheu mit so einer schönen Prinzessin. Bei der Bruchkatz stehen die Massen am Fastnachtsdienstag auf den Gassen. So das Motto bei der Präsentation des neuen Orden. Mit der Übergabe von Mantel, Zepter und Krone erfolgte die Inthronisation von Prinzessin Nadine II. Und für Prinz Markus I. wurde Umhang, Kette und eine federgeschmückte Kappe überreicht. Eine närrische Whiskyprobe sowie ein Stadtrat mit Schottenuniform und Gesang. Zwei von vielen Anordnungen an die Untertanen, die das Prinzenpaar bei ihrer Vorlesung der Proklamation verkündete. Es folgte das traditionelle Ordensfest, bei dem alle Aktiven und Ehrenamtlichen der Bruchkatzen mit einem Orden ausgezeichnet wurden. Das neue Prinzenpaar darf sich also auf eine tolle närrische 69. Kampagne freuen. Prinzessin Nadine II. Und Prinz Markus I., was ein schönes Prinzenpaar, nicht wahr, Mali? So schaut's aus, Alicia. Das war's, ihr Lieben. Das war unsere neue Saisonstart in die neue Kampagne. Katzen on Tour. Miau!